Nächster Redner nach ihm war Josef Schellhorn von den NEOS. Sie, wenn Sie den Vergleich mit Deutschland suchen und sagen, das ist eh alles nicht so schlimm und bei uns passt das eh halbwegs. Im Vergleich zu Österreich hat halt Deutschland einen massiven Budgetüberschuss und ist auch höchst erfolgreich, weil sie die Strukturen in Gang gesetzt haben und repariert haben und hier auch dementsprechend was umgesetzt haben. Staatsstabilitätsprogramm bedeutet für uns auch und für mich als Unternehmer bedeutet es auch Transparenz. Und wenn es Transparenz nicht gibt, dann habe ich kein Vertrauen. Und dahingehend, wenn ich als Unternehmer vor der Entscheidung stehe, ob ich in meinen Betrieb oder in einen Betrieb investiere, dann ist es ganz wichtig, Transparenz zu haben. Ich würde in den Betrieb Österreich in dem Fall nicht investieren, weil nämlich nicht an den zentralen Stellschrauben gedreht wurde. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, ist es besonders wichtig, wenn man einen Standort und dessen Verwaltung wieder attraktiv machen will, gehört vor allem Vertrauen und eine effiziente Mittelverwendung. Und das funktioniert eben in Österreich nicht. Und wenn wir, und da sprechen wir von einer Intransparenz. Das Stabilitätsprogramm für die nächsten Jahre hängt nämlich stark vom Wirtschaftsprogramm ab. Doch der Regierung fehlt es in dieser Hinsicht auch an Weitsicht. Es fehlt der Wirtschaftspolitik die Nachhaltigkeit. Und was meine ich damit? Es geht vor allem darum, dass ich auch Schulden abbauen muss, aber dass ich gleichzeitig vor allem bei den Förderungen mich einbremsen muss. Und hier ist das der Unterschied, während die ÖVP jetzt ihre Partei erneuern will, wollen die NEOS schon länger Österreich erneuern. Und das ist das, was eigentlich einmal die ÖVP unter Bröll damals ins Leben gerufen hat, die Transparenzdatenbank. Und die Transparenzdatenbank ist eigentlich jenes Instrument, damit ich das endlich einmal im Griff habe, was in diesem Land irgendwo versickert oder was in diesem Land, ich nenne das ein Konservieren von Abhängigkeiten, passiert mit dem großen Pool der Förderungen. Wir haben im EU-Durchschnitt um 4 Milliarden zu viel oder wir schütten um 4 Milliarden zu viel an Förderungen aus. Und das glaube ich auch, da glaube ich auch dem Herrn Finanzminister, wenn er immer wieder davon gesprochen hat und gesagt hat, wir haben ein Ausgabenproblem und kein Einnahmenproblem. Wir haben die föderale Verschwendungssucht, das haben Sie zwar nicht gesagt, aber ich bezeichne es so. Und wir haben eine Abhängigkeit von Förderprogrammen, das heißt, diese Bevormundung bereitet auch den Boden für eine gewisse strukturelle Korruption. Um was geht es mir hier? In dem von uns vorliegenden Bericht zum Stabilitätsprogramm liest man unter anderem Folgendes. Die Bundesregierung verbindet daher Konsolidierung des Bundeshaushalts auch mit der Fortführung von struktureller Reformen, unter anderem in den Bereichen Verwaltung und Förderungen. Aber im Grunde genommen hat ja die Regierung gar keine Ahnung, wie und auf welche Art die Förderungen vergeben werden. Also zum Großteil haben sie das nicht. Daher braucht es eine effektive und effiziente Transparenzdatenbank samt zu tun der Länder. Und wenn diese nicht mitmachen, sollen eben diese bestraft werden, so sehe ich das. Wer nicht transparent ist, soll auch keine Förderungen vergeben dürfen. Und das ist der Punkt. Und da müssen wir zunächst einmal diese Löcher stopfen. Daher stelle ich folgenden unselbstständigen Entschließungsantrag von Schellhorn, Kolleginnen und Kollegen. Die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Finanzen wird aufgefordert, dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf zuzuleiten, der die Errichtung einer tatsächlichen, effektiven und effizienten Transparenzdatenbank vorsieht. Insbesondere sind gesetzliche Maßnahmen vorzusehen, die nicht nur die Leistungsangebote, sondern auch die Auszahlungsbeträge der Länder sowie der Gemeinden transparent darstellen. Des Weiteren soll das Unterlassen der Mitgestaltung von Bund, Ländern und Gemeinden derart sanktioniert werden, sodass Intransparenz als nicht zweckmäßig erscheint. Danke vielmals.
eine bessere Kontrolle der Ausgaben für Förderungen durch die Einführung einer Transparenzdatenbank, forderte Josef Schellhorn von den NEOS in der gestrigen Nationalratssitzung per Antrag.